Die prorussischen Separatisten rufen in der Ostukraine den neuen Staat Kleinrussland aus. Die Proklamation erfolgt einseitig und führt zu Kritik von ukrainischer sowie russischer Seite. Das neue Staatsgebiet soll sich aus den Regionen Donetsk und Luhansk zusammensetzen. Zudem kündigen die Rebellen unter der Führung von Alexander Sachatschenko einen 3-jährigen Ausnahmezustand an. Nach Ablauf dieser Zeit soll ein Verfassungsentwurf einer Volksabstimmung unterzogen werden. Die ukrainische Regierung kündigt Gegenmaßnahmen in Bezug auf das Vorhaben der Rebellen an. In einer Stellungnahme sagt der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, dass man die abtrünnigen Gebiete nicht kampflos aufgeben werde. Die Ukraine werde die Souveränität über den Donbass und die Krim wiederherstellen. Sachatschenko sei keine politische Figur, sondern eine Marionette, welche die Mitteilungen des Kremls übertrage, so Poroschenko. Auch die russische Regierung heißt die Vorgänge der Separatisten nicht gut. Leonid Kalschnikow, der russische Außenminister, meint, dass der Vorschlag dem Friedensplan widerspreche. Die Rebellen müssten vorsichtig sein.